Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute wollen wir uns die Verflechtung von Kapitalismus und Patriarchat anschauen. Dieses Video ist Teil unserer Grundlagenvideos, nämlich Teil 2 zum Thema Patriarchat. Wenn ihr also noch nicht wisst, wie das Patriarchat entstanden ist, dann guckt euch gerne Teil 1 vorher an. Ansonsten bleibt dran. Existiert denn das Patriarchat heute noch? Zuerst müssen wir nämlich genau diese Frage klären, ob das Patriarchat heute noch existiert. Ich meine, wir hatten jahrelang eine Kanzlerin an der Spitze des deutschen Staats und Frauen kommen auch immer häufiger in Führungspositionen. Diskriminierung aufgrund von Geschlecht ist auch laut Gesetz illegal, ist also verboten. Das sind alles sehr richtige Betrachtungen, allerdings kratzen sie nur an der Oberfläche. Das Patriarchat beschreibt die gesellschaftliche Unterordnung der Frau unter den Mann. Dass es auch Frauen in der herrschenden Klasse gibt, die dann zum Beispiel an der Spitze des Staates stehen, das bedeutet nicht, dass die Geschlechter auf Augenhöhe sind. Weil ganz davon abgesehen, dass die Herrschenden gezielt Frauen einsetzen, um besonders unterdrückerische, reaktionäre Maßnahmen durchzubringen. Doch schauen wir uns erstmal die Lebensverhältnisse der Mehrheit der Frauen in Deutschland heute an. Mittlerweile sind Frauen nicht mehr aus der Wirtschaft wegzudenken. Während es früher mal so war, dass die Fabriken von den Männern dominiert waren und die Frauen zu Hause die Kinder großzogen, ist heute das Bild ein sehr anderes. Kaum eine Familie kann es sich mehr leisten, dass nur der Vater arbeiten geht. In aller Regel muss die Frau neben der Arbeit im Haushalt auch eine Teilzeitstelle haben, damit die Familie durchkommt. Hier berühren wir schon die ökonomische Seite des Patriarchats, nämlich die Ausbeutung der Frau und das Privileg des Mannes. Es ist nämlich so, dass auch heute noch die Frauen den Großteil der unbezahlten Hausarbeit machen. Sie kochen, putzen, betreuen die Kinder und vieles mehr noch. Damit ist nicht gesagt, dass Männer gar nichts im Haushalt machen würden. Aber ich glaube, wir können das alle selbst beobachten, dass die Kinder tendenziell eher von Frauen großgezogen werden und die Wohnung auch eher von der Mutter oder der Partnerin geputzt wird, als vom Sohn oder vom Partner. Gleichzeitig ist es aber so, dass Frauen heute auch einen Teil des Geldes beisteuern müssen. Wenn es früher reichte, dass der Vater Vollzeit arbeitete und davon die gesamte Familie durchbringen konnte und vielleicht war sogar ein Urlaub in Italien drin, muss die Mutter heute dazu verdienen. Ökonomisch gesehen ist das ein großer Vorteil für das Kapital. Während früher ein Arbeiter am Band stand und dadurch den gesamten Familienlohn bestreiten konnte, können jetzt zwei ausgebeutet werden und der Familienlohn wird auf sie aufgeteilt. Dabei sind es in der Regel die Frauen, die eine Teilzeitstelle übernehmen oder in anderer Form prekär beschäftigt sind. Sie müssen schließlich noch die unbezahlte Hausarbeit machen. Diese unbezahlte Hausarbeit ist es auch, die dafür sorgt, dass die Löhne so niedrig bleiben. Denn die Löhne müssen reichen, damit die arbeitenden Leute am nächsten Tag wieder arbeiten gehen können und dafür müssen sie satt sein, sie müssen einigermaßen saubere Kleidung haben und so weiter. Würden wir alle nach der Arbeit nach Hause kommen und direkt Freizeit haben, dann müssten wir jemanden bezahlen, der unser Essen kocht, unsere Kleidung reinigt und so weiter. Dafür müssen die Löhne viel, viel höher sein, als sie es jetzt sind, wo die Reproduktionsarbeit privat geleistet wird. Hier sehen wir die mehrfache Ausbeutung der Frau. Zum einen als Arbeiterin, also als Teil des Proletariats, das vom Kapital ausgepresst wird, und zum anderen als Frau, die den hauptsächlichen Teil der unbezahlten Reproduktionsarbeit leistet, durch den der Wert der wahren Arbeitskraft gedrückt wird. Heutzutage wird viel über die Ungleichbezahlung von Männern und Frauen gesprochen, den sogenannten Gender Pay Gap. Bekannt sind hier zwei Zahlen. Der unbereinigte Gender Pay Gap liegt bei 21%, der bereinigte bei 6% Lohnunterschied. Das bedeutet, durchschnittlich verdienen Frauen unabhängig von ihrer Tätigkeit 21% weniger Lohn als Männer. Bei gleicher Ausbildung, gleicher Beschäftigung und gleichen Anstellungsverhältnissen verdienen Frauen durchschnittlich immer noch 6% weniger als Männer. Der unbereinigte Gender Pay Gap hängt zum Beispiel damit zusammen, dass deutlich mehr Frauen als Männer atypisch beschäftigt sind. Zu atypischen Beschäftigungsverhältnissen zählt zum Beispiel, wie eben erwähnt, die Teilzeitarbeit, Minijobs und befristete Anstellung. 2017 war fast jede dritte arbeitende Frau in einem atypischen Beschäftigungsverhältnis angestellt, was zum einen zu unsicheren Arbeits- und Lebensverhältnissen führt, zum anderen aber auch zu niedrigen Löhnen und Renten.
In der Regel sind es dann auch die Frauen, die massenweise gekündigt werden, wenn das Unternehmen in eine Krise kommt oder aus einem anderen Grund weniger Arbeitskraft gebraucht wird. Eben haben wir uns angeschaut, wie die Arbeiterinnen ökonomisch ausgebeutet werden. Jetzt wollen wir einen Blick auf die gesellschaftliche Stellung der Frau werfen. Kollontai hat dazu schon gesagt, die Stellung der Frau ist immer ein Resultat derjenigen Arbeitsaufgaben, die ihr in dem jeweiligen Entwicklungsstadium eines ökonomischen Systems zugeteilt werden. Die zusätzliche Ausbeutung der Frau wird an vielen Stellen durch Staat, Gesetze, Gewohnheiten und vieles mehr gefestigt. Diese niedrigere gesellschaftliche Stellung der Frau spiegelt sich dann in allen Beziehungen wider, also zum Beispiel zum Partner, zum Vater oder zu anderen Männern. Bei Ehepaaren zeigt sich die Abhängigkeit oft sehr direkt. Frauen leisten die unbezahlte Hausarbeit und nehmen deshalb einen Teilzeitjob an. Der Partner wird so der Hauptverdiener der Familie, die Frau ökonomisch abhängig. Sich gegen ihren Partner durchzusetzen oder sich zu trennen, ist in so einer Situation extrem schwer. Gleichzeitig werden Frauen daran gewöhnt, sich Männern unterzuordnen. Ihnen wird beigebracht, ihre Gefühle und Bedürfnisse danach zu definieren, wie Männer sie beurteilen. Die Sexualisierung des weiblichen Körpers in den Medien und die Vermarktung von Schönheitsidealen durch den Kapitalismus tragen dazu bei, ein ungesundes Bild von Weiblichkeit zu fördern. Eine besondere Form, wie sich die Unterdrückung von Frauen im Patriarchat zeigt, ist die Gewalt an Frauen. Die Auswirkungen des Patriarchats manifestieren sich besonders deutlich in der Gewalt gegen Frauen. Diese erfüllt gleichzeitig die Funktion, Macht der Männer aufrechtzuerhalten und das Patriarchat zu festigen. Statistiken zeigen, dass die Zahl der Gewalttaten gegen Frauen kontinuierlich ansteigt. Häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung dienen dem Erhalt des patriarchalen Systems, indem sie die Macht über Frauen aufrechterhalten. Es ist also kein Zufall, dass die Gewalt oft gegen Frauen angewendet wird, die gegen das Patriarchat rebellieren, etwa wenn sie die Unterordnung in Frage stellen oder sich von ihrem Partner trennen möchten. Dabei muss auch betont werden, dass es verschiedene Formen von Gewalt gibt, von denen nicht alle physische Verletzungen verursachen, sondern auch tiefe psychologische Wunden hinterlassen können. Psychische Gewalt bleibt oft im Verborgenen, wird jedoch von den Opfern nicht weniger verheerend erlebt. Es gibt keine blauen Flecken, keine nachweisbaren Knochenbrüche und doch ist diese Form der Gewalt real und weit verbreitet. Auch LGBTI+-Personen erfahren eine spezifische Form von Unterdrückung. Lesbien, gay, also schwul, bisexuell, trans, intersexuell, diese verschiedenen Formen von Geschlecht und Sexualität werden in diesem Akronym zusammengefasst. Die Diskriminierung bleibt jedoch bestehen, auch wenn es immer mehr geheuchelte Toleranz und Integration im Sinne des Regenbogenkapitalismus gibt. Eine europaweite Studie zeigt, dass viele LGBTI+-Personen ihre Identität verbergen oder ihre Sexualität nicht offen ausleben, um Diskriminierung zu entgehen. Diskriminierung am Arbeitsplatz und in der Freizeit ist weit verbreitet. Polizeigewalt und Angst vor staatlicher Diskriminierung tragen dazu bei, dass viele Fälle von Gewalt nicht gemeldet werden. Das verdeutlicht, dass die Polizei in der LGBTI+-Gemeinschaft oft als Unterdrückungsinstrument wahrgenommen wird. Die Gemeinschaft erfährt in vielen anderen Aspekten des täglichen Lebens die Unterdrückung, unter anderem auch bei der reaktionären Gesetzgebung. Hier ist zum Beispiel das reaktionäre Transsexuellengesetz zu nennen, das vom Selbstbestimmungsgesetz abgelöst werden soll. In letzterem ist etwa festgehalten, dass die Daten aller Menschen, die eine Änderung in ihrem Geschlechtseintrag vornehmen lassen, automatisch unter anderem an das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und an den Verfassungsschutz weitergeleitet werden sollen. Die Euphorie über diesen Gesetzesentwurf hält sich also in Grenzen. Die Verflechtung von Kapitalismus und Patriarchat ist unbestreitbar. Frauen im Kapitalismus sind doppelt unterdrückt, durch ihre Klasse als Arbeiterin, als auch durch das Patriarchat. Gleichzeitig dient die Spaltung der Arbeiterinnenklasse durch das Patriarchat den Herrschenden, sowohl ökonomisch als auch politisch. Deshalb ist klar, dass das Patriarchat durch die sozialistische Revolution überwunden werden muss. Sein Ende findet das Patriarchat erst im Kommunismus mit der Abschaffung des Privateigentums und der Klassen. Trotzdem müssen all diese Probleme, die wir bis hierhin besprochen haben, sei es Diskriminierung, Gewalt an Frauen oder die ungleiche Verteilung von Hausarbeit, schon heute angegangen werden.
Das kann über verschiedene Wege laufen. Zentral ist aber, dass hier vor allem die Frauen eine Schlüsselposition einnehmen sollen. Um also den Kampf gegen das Patriarchat weiter voranzutreiben, braucht es auch besondere Organisierungen von Frauen auf allen Ebenen. Im Sozialismus könnte das so aussehen, dass es Frauenräte gibt, die sicherstellen, dass die Frauen überall vertreten sind und gehört werden. Es wird die Aufgabe der Frauenräte sein, zu kontrollieren, ob die Errungenschaften der Frauenrevolution eingehalten werden und dafür zu kämpfen, dass es keine Schritte zurück gibt. Gleichzeitig wird es die Aufgabe sein, die Frauenrevolution voranzutreiben und neue Methoden im Kampf gegen das Patriarchat, gegen patriarchale Überreste und so weiter zu entwickeln, bis diese Überreste schließlich mit dem Übergang zum Kommunismus vollkommen verschwinden. Erst in diesem Moment hat die Frauenrevolution vollständig gesiegt und ihren Zweck erfüllt. Auch die kommunistisch organisierten Frauen benötigen eine besondere Form der Organisierung, um genau diesen Kampf gegen das Patriarchat schon heute anzugehen. So können kommunistische Parteien mit Hilfe von eigenen Frauenstrukturen sichergehen, dass die Frauenrevolution weitergeführt wird und reaktionäre Einstellungen bekämpft werden können. Diese Frauenstrukturen können bewusst die Aufgabe angehen, Frauen zu politischen Führerinnen auszubilden. In gemischtgeschlechtlichen Strukturen müssen Frauen gegen den Widerstand der männlichen Genossen ankämpfen, die bewusst oder unbewusst die Entwicklung der Frauen in Richtung politischer Führerinnen hemmen. Trotzdem ist es nicht nur die Aufgabe der Frauen, diese patriarchalen Strukturen aufzubrechen. Auch wir Männer müssen den Kampf gegen das Patriarchat führen und bereit sein, für die Abschaffung unserer Vorteile zu kämpfen. Ich hoffe, in diesem Video wurde klar, dass der Kampf gegen den Kapitalismus untrennbar mit dem Kampf gegen das Patriarchat verbunden ist. Dieser Kampf erfordert nicht nur Veränderungen auf politischer und ökonomischer Ebene, sondern auch in unseren täglichen Einstellungen und unseren Verhaltensweisen. Wenn dir dieser tiefergehende Einblick gefallen hat, vergiss nicht, das Video zu teilen, den Kanal zu abonnieren und es mit anderen zu teilen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.